das China 1937, Nanking, die Hauptstadt Chinas damals, wird angegriffen von den Japanern und die Japaner ermorden 300.000 Zivilisten. Und in dieser Hölle, die da losbricht, bleibt John Raabe, der die Siemens-Niederlassung leitet, zusammen mit anderen Ausländern in dieser Stadt und schafft es, den Japanern eine Sicherheitszone, einen Bereich der Stadt abzutrotzen. Und in dieser Sicherheitszone überleben 250.000 Menschen dieses Massaker und machen Raabe, als er dann die Stadt verlassen muss, zu dem, was er in China bis heute ist, nämlich ein großer Held und wie die Chinesen sagen, ein lebender Buddha, jemand, der niemals stirbt, weil er eben das vollbracht hat, was er vollbracht hat. Mich hat gereizt, einen Film über diese Figur zu machen, über diesen ungewöhnlichen Helden, ein Mensch, der unversehens fast gegen seinen eigenen Widerstand zum Helden wird und diese Rolle auch trägt. Was soll denn das jetzt? Die Flüchtlinge können nicht im Hof bleiben. Das ist Firmengelände, da brauche ich die Erlaubnis der Zentrale. Wichtig ist, einen widersprüchlichen Menschen zu zeigen, einen Menschen zu zeigen, der ein typischer Europäer seiner Zeit war, der diese paternalistische Attitüde hatte, auch diese arrogante europäische Haltung den Chinesen gegenüber. Das Wichtigste ist, Sie müssen auf Anhieb erkennen, wer ist ein guter Chinese und wer nicht. Das muss Ihnen sofort klar sein, so wie Sie in ein Gesicht schauen. Raabe erklärt das Nazi-Mitglied, großer Hitler-Bewunderer und trotzdem ein Humanist und trotzdem ein Menschenretter und ein ganz hervorragender, zivilcouragierter Mensch. Wie geht das zusammen? Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren. Nach 27 Jahren hier in China kann ich Ihnen versichern, wenn es Platz für 100.000 Chinesen gibt, ist auch Platz für 200.000. Das ist das kleinste unserer Probleme. Was die Menschen jetzt brauchen, ist Nahrung und Schutz. Und unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen. Persönliches Schicksal mit Historie zu verbinden, das hat mich gereizt. 4. Dezember 1937. Als die japanischen Granaten gar zu unheimlich über uns hinweg pfeifen, öffne ich beide Tore und lasse herein, was herein will. Die Tagebücher sind sehr reich an Eindrücken, an Momenten, aber sie haben natürlich keinen dramaturgischen Aufbau. Es ist sozusagen wie eine riesige Fläche, aus der man eine stringente Reise machen muss. Und das war die Herausforderung, das rauszupicken, was die Essenz der Figur John Raabe irgendwie am besten festhält und gleichzeitig der Größe des historischen Ereignisses gerecht zu werden und der ganzen Sache einen filmdramaturgischen Bogen zu geben. Uns war klar, dass die Besetzung von John Raabe eines der wichtigsten Elemente dieses Films sein würde. Uli ist dann herausgestochen, weil er zum einen dieses 30er-Jahre-Feeling lebt, selber als Mensch, und von daher perfekt in diese Zeit reingepasst hat. Zum anderen natürlich eine wirklich frappierende äußerliche Ähnlichkeit mit dem John Raabe, mit der historischen Figur, möglich ist bei ihm, wie man im Film dann auch sehen kann. Aber vor allem ist er ein Schauspieler, der überrascht, der nicht das bringt, was man erwartet, sondern der immer wieder was Neues hervorzaubert. Man könnte was integrieren, also mitten reinschmeißen. Ich bin ja einer, der wahnsinnig gerne spielt und auch mal Blödsinn macht und versucht auszuprobieren. Und Florian ist ja einer, der sehr stark in Bildern denkt und der das alles sehr, sehr genau vorgeplant hat und genau weiß, wie er das haben will. So you have to play something and sort of the song ends and you laugh and say, you know this one, this one? He's only got one ball. Göring has two, but very small. Himmler had something similar. Sing ich nicht, Dr. Wilson. Bulls had no balls at all. Komm, das ist nur Spaß. Himmler, he's only got one ball. Der Film hat einen sehr großen Cast. Wir haben irgendwie 20 große Rollen, die aus Deutschland, aus Frankreich, aus England, aus Amerika, Japan und China kommen. Und wir haben eben versucht, für jedes Land wirklich Spitzenkräfte zu gewinnen. Unsere Japaner sind in Japan große Stars, die Chinesin ist in China ein sehr großer Star, Steve Buscemi ist in Amerika und auch in Europa ein Star. Dr. Shu, sind Sie wahnsinnig? Keine Soldaten in der Sicherheitszone. Wollen Sie uns alle umbringen? Das ist mein Sohn. Oh Gott, fassen Sie bitte. Danke. Los. Danke. Los, machen Sie schon. Danke. Raus hier, verschwindet. Auf ihr zwei. Hier, nehmen Sie das. Wie schnell. Verzeihung, Sie dürfen hier nicht rein. Schnauze! Hier in der Sicherheitszone. Da durchlassen! Nein, Sie haben keine Ahnung, auf den Weg! Wenn Sie mich erschießen wollen, bitte sehr.
I always like working with writer directors because it's the same person right there. And I think he's very specific about how he sees it, but he also doesn't hold on to things. He, if you have an idea, and I think he's looking for the actors to contribute. And to me, that's what every good director that I've worked with knows, that film is about collaboration. Dass Sie vielleicht ein guter Arzt sind und Sie was von Telefonen verstehen, aber keiner von Ihnen hat Ahnung von Diplomatie. Das war die typische japanische Art zu sagen, wir geben einen Scheißdreck darauf, was Sie von uns wollen. Dann muss man ja wohl dagegen halten. Hören Sie, Asaka ist ein japanischer kaiserlicher Prinz. So wie Sie den riskiert haben, wird es in Zukunft keine Verhandlungen mehr geben. Dr. Georg Rosens, der die ganzen diplomatischen Dinge verhandeln muss mit den Japanern und den Chinesen, und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser Sicherheitszone gewesen. Habe ich auch so noch nie in der Stadt vorher gesehen. Und das ist ja einfach ein Viertel, was tatsächlich abgerissen wurde jetzt gerade, platt gemacht, um da jetzt irgendwelche Wolkenkratzer hinzusetzen. Und das sieht wirklich aus, als wäre da Krieg. Deshalb für unsere Zwecke natürlich unglaublich gut. Und da sehe ich ja auch meine spätere Liebe in dem Film, Lang Shu, die Fotografin, zum ersten Mal. Ich fand diese Drehorte echt unfassbar, weil vieles natürlich auch gebaut und unheimlich toll gebaut worden für unseren Film. Siemens Compound freue ich mich drauf, weil die Location wahnsinnig toll aussieht. Das ist dieser riesige Flughafen oder Hangar, der das früher war, den wir umgebaut haben. Das finde ich, sieht super aus. Und da kriegt es dann irgendwie, da steht man drin und denkt sich, hey, cool, was wir hier machen. Und das macht einfach Spaß. Ich glaube, das wird eins der Highlights in dem Film sein, weil das einfach eine tolle Location war. Und man dort sehr gut arbeiten konnte, weil das für uns und nur von uns benutzt wurde und wir da sehr autark und sehr ungestört unser Spielchen treiben konnten. Wir fangen an, richtig chronologisch, mit 41. Wir fangen da vorne an, ja. Mit dem Schuss im Auto auf euch. Cut! Und wir haben es richtig gut scheppern lassen, was auch dank unserer chinesischen Special Effects Crew kein Problem war, die irgendwie nur zunicken musste und schon war wieder eine neue Bombe aufgebaut und so ein 40 Meter Feuerball im Hintergrund hochgegangen. Also ich finde, das war sehr beeindruckend, das war großartig, das war richtig Hollywood. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Stärke und so eine Wucht entfalten würde. Das war richtig beängstigend. Aber das ist halt schön, wenn Theater und Film aufhört, wenn man mal richtig Angst um seine Haare haben muss. Das wir fangen jetzt an mit, ihr drängt euch durch, schreit mit dem Hafeninspektor, rennt zum Boot vor, hoch die Treppe, Abschiedssituation. Letztlich, die müssen sich angucken und Sie muss wissen, der kann jetzt nicht und er bleibt. Ja. Du kommst nicht mit. Mit oder nicht? Das sind Blicke. Ja. Ja, das ist vielleicht so was ganz Leises wie auf Wiedersehen. Irgendwie. Einfach nur so, dass man sagt, ich sehe dich bestimmt wieder. Pass auf dich auf. Leinen los! Während ihr da so steht, wird unten diese Gangway weggeschoben, sodass sozusagen er sich so auf dieser Gangway oben stehen, so langsam von ihr weg entfernt. Ich glaube, dass es ein sehr, sehr starker Moment sein kann. Dann wäre hier ein Platz für dich, wo du dann für den Abschied, wenn er hier unten ist, stehst, weil das ja der Fake ist, weil dieses Boot ist, bewegt sich ja nicht. Das heißt, wir müssen dich ja hier wegrollern, so in der Hoffnung, dass es gut klappt. Sowas liebe ich immer, so eine Schummeleien. Bin ich auch gespannt. Tut so, als ob das Schiff verschwindet wird, aber weggeschoben. Also sobald das Boot dann einige Meter sozusagen über unseren Trick sich vom Quay entfernt hat, wird man dann in ein computergeneriertes Boot, in ein CGI-Boot umschneiden. Die Menschen, die auf diesem Boot sind, werden dann vor einer Greenscreen solo gedreht, sodass man sie ausschneiden kann und dann werden die ausgeschnitten und wie kleine Figürchen sozusagen digital auf das Boot draufgesetzt.
Und dann kann man dieses Boot sozusagen im Computer sich auf den Fluss hinaus bewegen lassen und dann, wie es geschehen wird, von Flugzeugen, die es auch nicht gibt, die auch im Computer gemacht werden, wird dann das Boot angegriffen und in die Luft gesprengt. Ja, es ist eine interessante Frage, warum man hier John Raabe überhaupt nicht kennt und auch das Massaker von Nanking kein Begriff ist. Ich glaube, das rührt daher, dass Raabe sich tragischerweise zwischen die Stühle der Geschichte gesetzt hat. Er hat Unglaubliches vollbracht in China, wurde dann in Deutschland von der Gestapo verhaftet und mit Redeverbot über seine Erlebnisse belegt, weil man gesagt hat, er hat mit den Chinesen gegen die Japaner, die damals ja deutsche Verbündete waren, paktiert. Aber dass dieser Mensch, der wirklich Zivilcourage hat und aufgestanden ist, dann nicht dafür belohnt wird und vollkommen verarmt in Berlin stirbt, ist eine traurige Ironie des Schicksals. Und ich würde mich freuen, wenn der Film über das, dass er von vielen Leuten gesehen wird, John Raabe posthum nach vielen Jahren der Vergessenheit die Anerkennung widerfahren lässt, die ihm wirklich gebührt.